Diebstahl entdeckt, Fall gelöst. Am 23.11. haben wir einen Meisenknödel aufgehangen. Am nächsten Morgen war der Knödel samt Netz verschwunden. Hier der Tatort. Wir wollten den Dieb ertappen und stellten eine Wildüberwachungskamera auf, die ich vor längerer Zeit im Aldi gekauft habe. Sie arbeitet mit Bewegungsmelder und Infrarotbeleuchtung, sodass auch bei absoluter Dunkelheit Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstehen. Bei der ersten Nachtaufnahme entdeckten wir nur unseren Felix auf der Mauer und der Meisenknödel hing noch auf seinem Platz. Konnten uns auch nicht vorstellen, dass Felix den Meisenknödel entfernt haben könnte. Also wurde die nächste Nacht abgewartet. Doch wieder hing der Knödel am nächsten Tag unberührt. In der dritten Nacht erscheint auf der Mauer ein dunkler Schatten. Vermutlich ist das der Knödeldieb. Schnell noch ein Foto, noch habe ich nichts getan. Um 21.55 Uhr zieht es den Täter noch einmal an den Tatort zurück. Um den Dieb auf frischer Tat zu ertappen, haben wir noch einmal ein Knödel und einen Meisenring aufgehangen. Am 28.11. um 1.42 Uhr schaltet sich die Kamera ein und unser Waschbär schaut sich in aller Ruhe um. Dann greift er zu dem Meisenknödel, reißt es ab und verschwindet wieder. Um 2.25 Uhr scheint unser Waschbär schon wieder Hunger bekommen zu haben. Wieder schaut er sich in aller Ruhe um. Dann greift er zu. Oh, dieses Ding geht ja verdammt schwer ab. Muss mich ja richtig anstrengen. Geschafft. 22 Minuten später erscheint der Waschbär schon wieder. Muss doch mal sehen, ob ich nichts vergessen habe. Da hinten hängt ja noch so ein Netz. Vielleicht ist da ja noch etwas drin. Muss doch irgendwie da drankommen. Vielleicht muss ich es mal von unten versuchen, da dran zu kommen. Naja, es klappt auch nicht. Doch nichts mehr zu holen. 10 Minuten später kontrolliert nochmal unser Felix das Geschehen. Um 4.20 Uhr erscheint noch einmal unser Waschbär auf der Bildfläche. Ob es vielleicht schon Nachschub gibt? Da wir den Dieb jetzt doch erwischt haben, werden wir uns jetzt doch einen sicheren Platz für unser Meisenfutter ausdenken müssen. Na, doch nichts mehr zu holen. Dann muss ich doch bis morgen warten. Kriminalfall gelöst, Täter ermittelt.